Teil 2. Anschluss der Türstation MyIntercom an das Netzwerk. Für die nächsten Schritte benötigen Sie folgendes Werkzeug: einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher und einen Seitenschneider. In Ihrer MyIntercom-Verpackung finden Sie neben Türstation und Schraubenbeipack eine technische Anleitung und das Einrichtungsdatenblatt mit allen wichtigen Informationen zur Einrichtung Ihrer MyIntercom-Türstation. Legen Sie die Türstation mit der Frontblende nach unten ab und schrauben Sie zunächst den Deckel der Türstation auf. Um die Oberfläche der Türstation nicht zu verkratzen, achten Sie bitte auf eine gereinigte Arbeitsfläche. Nehmen Sie zur Verkabelung der Türstation bitte die Anleitung zur Hand und folgen Sie den Schritten des Kapitels anschließend der MyIntercom-Video-Türstation. Das Netzwerk wird auf die mit 6 grün, 3 weiß, 2 orange und 1 weiß bezeichneten Klemmen nach Ayataya 568B angeschlossen. Schließen Sie nun den Türöffner wie in der Anleitung beschrieben an. Beachten Sie bitte, dass der Türöffner im gezeigten Beispiel bereits bauseits mit Strom versorgt wird. Die Stromversorgung der Türstation erfolgt über das 15 Volt Behnke Netzteil. Bitte verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich dieses Netzteil und schließen Sie es an die dafür vorgesehenen Schraubklemmen an. Fassen Sie die Leitungen mit einem Kabelbinder zusammen und schrauben Sie die Deckel wieder auf. Falls Sie zusätzlich einen externen Gong anschließen möchten, finden Sie die nötigen Schritte in der Anleitung.